So, wir sind wieder zurück. Und ich sehe gerade, bei dir ist auch die Sonne aufgegangen, so wie bei Ja, ich gehe uns. mal wieder ein bisschen in den Schatten. Sieht besser aus, aber ja. Draußen Schnee und Winterwunderland und Sonnenschein. Sieht toll aus. Aber Christoph muss doch heute in aller Herrgottsfrühe jetzt schon chippen gehen. Armer Kerl. Ja, voll. Ich habe mich gedrückt, weil ich musste ja das Interview vorbereiten. Ah, es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in letzter Zeit immer wieder, also in letzter Zeit, seit ich auf Twitch bin, vielleicht am Anfang noch nicht so, aber mittlerweile immer wieder so, ich stehe in der Früh auf, ich check die sozialen Netzwerke, wer hat was Ja. getwittert, wie viel Zahlen hat das letzte Video gebracht, so ein bisschen mal, so ein Überblick. Ich bin, glaube ich, noch nicht auf dem Level, wo es mir einen Burnout bringt. Aber ich habe gehört, das ist bei einigen YouTubern schon der Fall. Wie gehst du mit den sozialen Medien um? Weil auch Arnulf, mit dem ich gut befreundet bin, wir haben darüber mal ein bisschen gequatscht und er sagt auch, es ist für ihn schwer, alles zu bedienen. Aber eigentlich ist die Erwartungshaltung, dass man quasi überall ist, ne? Ja, und ich habe jetzt auch seit 2 Wochen einen Twitch-Kanal, seit wir dieses Interview hier planen, damit ich dann auch wenigstens hier irgendwo zu finden bin. Yay! Aber ich bin der totale Noob auf Twitch. Aber ja, wie nutze ich die als Werkzeuge? Also, es ist quasi unmöglich, überall zu sein. Es geht ja gar nicht. Und ich habe mich letzten Endes dann darauf beschränkt, dass ich selber die Netzwerke bediene, mit denen ich intuitiv klargekommen bin. Das sind, weil die wichtigsten sind für mich Facebook und YouTube. Und alles andere da bediene, wo ich es A brauche oder B versuche, dass da wenigstens noch Zeug drauf ist, irgendwie so wie Twitter, wo ich jetzt immer versuche, mehr und mehr auch online zu sein. Oder Vimeo eben für die Videos, die mich YouTube nicht posten lässt. Wobei tatsächlich YouTube dann nach Beschwerde, dass die das Play Your Ukulele Naked Video gesperrt haben, es wieder freigegeben haben, weil es handelt sich ja um Kunst. Ha, es ging dann doch. Man muss nur bestätigen, dass man 18 ist, aber ja. Also das ist auf YouTube. Das Lilith Video ist nicht auf YouTube, das habe ich mich gar nicht erst getraut. Aber Afterlife ist drauf, das ist auch später splitterfasernackt, aber da sind nur wenige Nippelchen zu sehen. Naja, okay, ich mache hier Werbung für meine Nacktvideos. Das war nicht der Sinn der Sache, wobei die sind toll. Aber egal. Wo war ich eigentlich? Weißt, Bei Social Media. da gibt's noch so ein Onlyfan-Ding, Ja, sowieso. Das ist, aber auf Patreon gibt es alles. ja. Inklusive Close-ups. Naja, nee, ich habe das Glück, glaube ich, dass ich auf Facebook von vornherein nicht versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht bin. Also, dass ich von vornherein nicht gelogen und auch nichts zurückgehalten habe. Ich habe es zwar erfolgreich geschafft, mein Geburtsdatum aus dem Internet zu eliminieren, sogar von Wikipedia, weil Facebook mir partout nicht glauben wollte, dass ich 220 Jahre alt bin. Aber bin ich nun mal. Was soll ich machen? Aber ansonsten gibt es, also alles, was ich schreibe, ist ehrlich und es ist aus tiefstem Herzen und es bin ich. Alle meine Fotos sind. Ja, ich will nicht sagen unbearbeitet. Natürlich spiele ich viel rum mit Filtern und ich mache vor allem viel Collagen aus meinen Fotos oder mach Comics draus oder sowas. Aber ich mach keine Pickel weg, ich mache keine Falten weg, ich mache keine Speckröllchen weg und so ein Zeug. Bei niemandem, bei mir nicht, bei Christoph nicht, bei Ra nicht. Wir sind, wie wir sind. Wir sind so alt, wie wir sind. Wir sind so fett oder dünn, wie wir sind. Wir sind faltig und pickelig, wie wir sind. Das ist einfach so. Und das hatte wahrscheinlich den Vorteil, also das hatte wahrscheinlich die Auswirkung, dass ich tatsächlich bisher nur an einer Hand abzählbare Hasspostings in dem Sinne von, ja nicht mal Hasspostings, sondern in dem Sinne von, in dem Outfit würde ich mich aber nicht auf die Bühne trauen, bekommen habe. Das war ein Kommentar zu einem Foto, wo ich an einem sehr, sehr heißen Augusttag auf einer Bühne stand mit sehr knappen Shorts und Netzstrümpfen und Korsett bekleidet und sonst nicht viel, doch Schuhen. Aber was auch so eigentlich mein Standardoutfit auf der Bühne ist. Und zwischen Korsett und Shorts guckte dann mein immer noch netzbestrumpfter Bauch raus. So ein Speckröllchen zwischen Shortsbund und Korsett. Nicht sehr vorteilhaft, aber es passiert nun mal, wenn man so macht, auf der Bühne das Korsett rutscht hoch, immer noch besser, als wenn das Korsett runterrutscht, dann hätte das Foto ja nicht auf Facebook sein können. Auch schon passiert, auch dass das Korsett auf der Bühne macht und explodiert. Ja, meine Livestreams sind schon
sind schon legendär. Aber jedenfalls, dass darunter postete dann jemand, und ich habe mich dann mit diesem, über diesen Kommentar ganz schnell hinweggetröstet, indem ich dann sein Profil anguckte und sah, dass er tatsächlich der Typ Nerd in Muttis Keller ist. Also posierte im Gamersessel, nichts gegen Gamer, wohlgemerkt, ist halt eine meiner Lieblingsspezies, mit einem Bauch, der beide Seiten des Sessels überragte, das T-Shirt auch bis kurz vor die Brustwarzen gerutscht und präsentierte genau diese gleiche Speckrolle, die ich hatte, aber nur im zehnfachen Umfang der Kamera. Und nun, der geht nicht mit dem Outfit auf die Bühne, aber er geht mit dem Outfit auf Facebook. Und woanders hat er mich ja nicht gesehen. Insofern dachte ich dann, gut, schön, dass du damit mit dem Outfit nicht auf die Bühne gehen würdest. Ich glaube, es würde dir auch nicht stehen. Und genau das habe ich dann auch geschrieben und kriegte dafür dann sehr viel Applaus. Und im Nachhinein denke ich, eigentlich war es gemein, weil vielleicht träumte er nur davon, mal mit einem Korsett und Shorts auf die Bühne zu gehen und dass ihn alle toll finden, so wie mich in dem Moment alle toll fanden. Es war ein sehr schönes Konzert. Sonst hätte die Fotografin ja auch das Foto davon nicht gemacht und veröffentlicht. Also, Body-Shaming ist eine doofe Sache. Willst du damit eine Lanze brechen für eine Generation, die verlernt hat, wie nackte Körper auszusehen haben und sich nur an 16- bis 19-jährigen jungen Frauenkörpern ergötzen auf Instagram? Wenn es denn so wäre, die 16- bis 19-Jährigen, die haben ja bis zur Perfektion gelernt, sich unkenntlich zu machen, sich auch wirklich im Wortsinn zu verunstalten. Damit ich nicht sagen will, dass das hässlich ist, was sie machen, sondern dass sie nicht mehr, ja, dass sie möglichst versuchen, nicht so auszusehen, wie sie wirklich aussehen. Also die Leute aus der Generation, die ich kenne. Und überhaupt nochmal, es geht mir gar nicht grundsätzlich um Nacktheit, es geht mir grundsätzlich um Körper, also oder um Menschen. Dass da ein Kult entstanden ist. Und ich glaube auch wieder, dass der Trend dazu eher aus Amerika kam, wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Stundenlang mit Make-up rum zu experimentieren, mit Ringlichtern und mit Kamerawinkeln und dann noch mit Filtern, bis das perfekte Selfie gelungen ist und mit einer unsäglich blöden Schnute dabei oder einem dämlichen, nichtssagenden Gesichtsausdruck und einem Text, der auch nichts irgendwie aussagt, aus dem man keine Emotionen, keine Befindlichkeit, kein gar nichts ablesen kann, sondern es einfach nur perfekt geschminkt aussieht. Ich meine, auch Schminken ist eine Kunst und auch das ist etwas, wovor ich großen Respekt habe. Ich habe auch gesehen, wie sich Teens und Twents stundenlang zurecht machen für so ein Foto und was da für Arbeit und auch für Können hintersteckt. Also Christophs jüngere Tochter zum Beispiel, die, wenn ich eine Visagistin brauche, würde ich sie engagieren, weil die ist großartig. Aber da habe ich es eben auch erlebt, wie wichtig das ist, wie so ein Foto wahrgenommen wird. Und das finde ich dann schon wieder krass, weil es ist eine Sache, wenn jemand stundenlang sein Make-up macht und sagt, guck mal, ich habe dieses Make-up gemacht, sieht das nicht toll aus? Oder wenn jemand sagt, hey, ich habe heute einen Tag, wo meine Haare richtig gut sitzen, guck mal, so sehe ich wirklich aus. Aber das, was da läuft, ist irgendwie das kranke Extrem dazwischen. Guckt mal, ich sehe so aus, wenn ich aus dem Bett gefallen bin. In Wirklichkeit stecken aber 6 Stunden Make-up dahinter. Da bin ich, auch wenn ich, wie gesagt, die Arbeit durchaus respektiere, die dahinter steckt, aber die Botschaft, die damit vermittelt wird, die finde ich ganz, ganz gefährlich. Weil das führt ja auch dazu, dass besagte Menschen, auch aus meinem eigenen Umfeld, deshalb kann ich es mit Sicherheit sagen, nicht nur vermuten, dann sich weigern, ungeschminkt auf die Straße zu gehen. Selbst wenn es nur Brötchen holen ist. Ich gehe so nicht raus. Ich brauche jetzt erst eine Stunde für mein Make-up. Auch wenn es in die Schule ist oder eben, also gerade in die Schule. Oder eben, wie gesagt, nur mal kurz um die Ecke, um irgendwas zu erledigen. Und dann lieber auf irgendwas zu verzichten, als sich ungeschminkt irgendwo sehen zu lassen. Das finde ich schlimm, weil das ist, für mich ist das, ich weiß, dass das auch ganz viele Jungs betrifft oder Non-Binaries, aber ich glaube, es ist wirklich ein ganz krasses Mädchenproblem und das führt definitiv dazu, dass vielen Mädchen vieles entgeht. Es führt eben auch dazu, dass kein Mensch mehr weiß, wie ein Mädchen wirklich aussieht in dem Alter. Die sind eben nicht perfekt, die 16- bis 19-Jährigen. Viele haben Akne. Zum Beispiel. Manche meinen, Gewichtsprobleme zu haben, manche haben wirklich welche in die eine oder die andere Richtung. Man hat doch so viel im Kopf und so viel im Körper, was nicht läuft in dem Alter, in jedem Alter, aber im Pubertätsalter
Pubertären doch besonders. Und es fällt den Jugendlichen so wahnsinnig schwer, darüber zu reden. Und es wird immer schwerer, habe ich das Gefühl, nicht leichter. Also ich sehe da wirklich einen Rückschritt. Ich sehe auch einen Rückschritt darin, wenn, wenn Frauen in meinem Alter oder auch älter dann die Torte posten, die sie für ihren Freund gebacken haben, damit er sie endlich wieder lieb hat. Also wirklich mit solchen Texten darunter. Oder das ist sowas, wo ich denke, das können wir doch in den 50ern posten, aber doch bitte nicht heute. Also für die wirkt es völlig harmlos in dem Moment, aber bei mir läuten da sofort die Alarmglocken. Vielleicht bin ich da ein bisschen übersensibel, das kann sein. Es geht ja in eine Richtung ein Grad des Unrealistischen, ja, ja, definitiv. Der ja weit seinesgleichen sucht. Und ich persönlich finde zwar die japanische Kultur, dieses Zeichentrick sehr faszinierend, hat mich schon in meiner Jugend fasziniert. Aber ja. Ich glaube, wir sind momentan sogar an einem Punkt angekommen, wo junge Menschen denken, dass Realität so aussieht. Ja, mit dem Extrem, dass sie sich teilweise dahin operieren lassen, zum Beispiel die Japanerin sich die Augen vergrößern lassen. Wie perfekte Zeichentrickfiguren, ne? Die nun mal weder Alter noch irgendwelchen anderen physikalischen Gesetzen unterworfen sind, ne? In ihrer eigenen kleinen narrativen Realität existieren. Und das find ich schon sehr spannend, wenn man das dann beobachtet. Und dann liest man, ungelogen, auf Twitter einen Beitrag von einer jungen Frau, die ein Stück ihrer Haut fotografiert hat, wo man halt diese für uns völlig normalen Hautrisse sieht, ja, wie man sie sich halt in seinem Leben zuzieht, durch verschiedene Sachen halt, zunehmen, abnehmen, Schwangerschaft, was auch immer. Und sie, habt ihr das, ja, ich hab das, was stimmt nicht mit mir, was ist mit mir los? Ja, habt ihr das auch? Ja, die war völlig erschüttert, ja. Genau, und das ist auch noch so eine Konsequenz, dass die Leute sich für unnormal, für krank halten, dass da psychische Störungen entstehen, wenn sie nicht dieser Fotonorm entsprechen. Ich meine, das ist ja was, wogegen insbesondere der Feminismus schon lange kämpft, aber jetzt ist es auch ein Thema zum Beispiel mit anderen Genders oder mit eben auch mit Hautfarben und ähnlich, mit Repräsentation. Hm? Klar gibt es Leute, die sind gesegnet mit einer perfekten glatten Haut und es gibt Leute, die haben ein Bindegewebe, das ist wie Stahl, die haben nie irgendwelche Dehnungsstreifen, das gibt es. Und es ist, die dürfen sich da auch drüber freuen und das stolz präsentieren. Aber es ist eine völlig andere Nummer, wenn nur solche Körper präsentiert sind und eben ein Teil davon fake. Wobei ich auch wiederum kein Problem habe, wenn jemand sowas als Fehler empfindet und es verstecken will. Aber wenn es gar nichts anderes mehr zu sehen gibt, dann passiert eben sowas. Ne? Oder wenn eben alles ausgefiltert wird von irgendwelchen Blasen oder von nippeljagenden Bots, das kann doch nur ein völlig falsches Körperbild bewirken und eben eine völlig krankhafte Wahrnehmung von einem selbst im Kontext, nicht nur im Kontext der Gesellschaft und der Familie, sondern auch, wenn man an sich selber runterguckt. Also zum Beispiel die Frage, warum habe ich tatsächlich so gelesen, also als Screenshot von einem Tweet, aber das muss irgendjemand mal getwittert haben. Warum haben manche Frauen Haare unter den Achseln und bei manchen wachsen keine? Das wäre schon ein Grund für mich, mir nie wieder die Achseln zu rasieren, was ich jetzt auch, glaube ich, seit März nicht getan habe, aber ja, es wärmt. Nicht, dass ich es vorher besonders regelmäßig getan hätte, aber... Oh. Inwieweit fühlst du dich dem Schönheitsideal, das den Frauen erwachsen ist, aus den letzten 100 Jahren hier unterworfen? Es ist in meinem Kopf drin, ganz klar. Also in dem Sinne, dass ich versuche, nicht mein Gesicht zeigen zu lassen oder diverse andere Teile von mir, was ich wirklich für ein biologisches Alter habe. In dem Sinne, dass ich versuche, nicht aus der Form zu gehen, und dass ich es eben eigentlich nicht schön finde, wenn zwischen Shorts und Korsett so ein Bauchröllchen durchhängt. Letzten Endes, ich glaube, ich habe für eine Frau in meiner Gesellschaftsebene ein sehr gutes Körpergefühl, also ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Körper. Ich glaube, wesentlich mehr als viele andere, auch in meinem Alter und in meinem Umfeld und auch hier in Berlin. Insofern bin ich da vielleicht kein Maßstab, aber umso mehr ist es für mich ein Grund, das auch
damit auch hausieren zu gehen und zu sagen, es geht, ich bin nicht perfekt, und aber ich finde mich tatsächlich schön. Und ich finde auch die Sachen an mir schön oder zumindest manchmal witzig oder aus irgendeinem anderen Grund präsentierenswert, die eben irgendwelchen Normen nicht entsprechen. Ein Foto zum Beispiel von mir, das sehr beliebt geworden ist auf Instagram, das habe ich gepostet nach einer Show, die auf YouTube gestreamt wurde, die aber wir aber re real gespielt haben in diesem Sommer. Da haben wir unter anderem auch Lilith gemacht und ich habe mir die Nippel mit Gaffer-Tape abgeklebt, mit Kreuzchen, das sah dann, und auf den Bauch einen Grinsemund gemalt. Das sah dann ungefähr so aus, wie unser Schnuffi-Creep, das nämlich auch unser Logo ist, unser heißgeliebtes Merch-Verb. Aber das habe ich dann, als wir zu Hause waren und bevor ich unter die Dusche gegangen bin und diese Dinger abgerupft habe, dachte ich, das muss ich jetzt nochmal fotografieren. Habe ich also nur diesen Ausschnitt fotografiert mit Speckröllchen und Gr auf dem Grinsemund und in den Grinsemund auf Speckröllchen und Achselhaaren und allem. Und ich dass mein Körper da sogar ziemlich anständig aussah nach ein paar Monaten Lockdown. Aber war natürlich trotzdem ein paar Rettungsringe dabei. Und da habe ich ein paar Komplimente für dieses Foto gekriegt, dass das ja so mutig sei. Und ich dachte, okay, es ist einfach nur witzig. Aber immer wenn ich das dann lese, dann denke ich, es muss doch viel mehr davon geben. Ich muss mir noch mehr ausdenken, um das einfach normaler zu machen. Und vielleicht muss ich krampfhaft versuchen, viel, viel berühmter, viel mainstreamiger zu werden, wenn es die anderen Mainstream-Ladies außer vielleicht Gaga und Amanda eben nicht machen, ihre Achselhaare zeigen und ihre Speckröllchen und ihre Falten oder eben mal von der Bühne fallen oder sich im Kabel verheddern oder was einem sonst noch an Nicht-Perfekten passieren kann. Also für die Shows gilt das ja genauso. Ich meine, so eine durchgestylte, perfekte Show ist eine tolle Sache, aber ich weiß nicht, ich liebe immer diese Momente, wo zwar so eine Show total groß angelegt ist, aber der Künstler plötzlich zum Menschen wird. Und ob das nun, das muss nicht immer etwas sein, was schief geht. Manche wenden sich dann zwischendurch ans Publikum, manche vergessen ihren Text. Also meistens sind es die Pannen, die man plötzlich menschlich erscheinen lassen. Und dann geht die große Show weiter. Und man kann es danach umso besser würdigen. Vielleicht geht es nur mir so, vielleicht bin ich da ein Einzelfall. Sagt ihr es mir, ich lese mit. Aber. Ah, ja. Ich finde das toll. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber mir ist aufgefallen, wenn ich so über die Gesamtbandbreite meines Bekanntenkreises und meines Instagram, meiner Instagram-Blase so drüber blicke, dass sich so ein Tenor abbildet, dass für Frauen diese Thematik, wie sehe ich aus, wie komme ich an, etwas wichtiger erscheint als für Männer. Ja, also ich weiß nicht, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass das auch viele Menschen, die als männlich gelesen werden, betrifft. Also dass es viele Jungs betrifft, gerade in der Pubertät, dass es viele betrifft, die sich ihres Geschlechts eh noch nicht sicher sind. Das Äußerliche hat so eine Übermacht, in der Darstellung. Und ich meine, das ist klar, wir sind visuelle Wesen, und wir kommunizieren jetzt gerade besonders eigentlich nur visuell, nur übers Internet. Über Bildschirme, über Fotos, und die visuelle Information, es geht so schnell rein, und die Informationen, die genauso schnell sein können wie eben der Klang einer Stimme oder wie jemand riecht, das spielt ja momentan überhaupt keine Rolle. Und selbst vor Corona, man hat ja mit dem Bild viel, viele, viele tausend Menschen mehr in der gleichen Zeit erreichen können wie mit einer Tondatei, die man oder Videodatei, die man überhaupt erstmal anklicken oder der man ein paar Sekunden wenigstens widmen kann, vom Geruch mal ganz zu schweigen. Also den ganzen unbewussten Informationen, die wir da transportieren. Also das Visuelle ist wahnsinnig wichtig. Aber es gab ja immer wieder Zeiten, und das ist ja gerade uns als Steampunks doch besonders nah, wo Menschen auch über Worte berührt haben, zum Beispiel über Briefe, über Romane, über Gedichte. Also gerade die Zeit, die uns als Steampunks so interessiert, ich sage, vermeide mal bewusst viktorianisch, weil das betrifft ja auch andere Länder in dieser Zeit, war ja diese Empfindsamkeit, das war ja weiß ja nicht ohne Grund so, oder eben auch die Romantik noch im weitesten Sinne. Das ist ja etwas, was sich im Kopf abgespielt hat und was
nicht unbedingt mit dem Visuellen zu tun hatte, was oft durch einzelne Worte, durch einzelne Zeilen ausgelöst wurde. Und das ist etwas, dem ich wirklich ein bisschen hinterher trauere. Ein bisschen davon haben die Memes übernommen. Also da spielen mehr textliche Informationen wieder eine Rolle. Und das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Entwicklung. Ich habe es auch bei mehr und mehr Bands gesehen, dass sie zum Beispiel Fotos mit Liedtext anfängen oder Hooklines wenigstens posten. Und nehme mir das eigentlich auch immer wieder vor, das öfter zu machen. Es fällt mir immer so schwer, einzelne Zeilen aus meinen endlos langen Texten herauszupopeln. Aber ja, das Wort, dass der Gedanke mehr berührt, den jemand hat, als das, wie jemand aussieht, das vermisse ich. Das wünsche ich mir mehr. Es gibt's ja, aber sehr, sehr, sehr selten und sehr zögerlich. Und es ist dann immer gleich wieder mit der visuellen Information zugeballert. Ich erinnere mich, vor einigen Schade. Jahren gab es in den Medien die, den, ich weiß nicht, warum mir das in dem Gedächtnis so verankert blieben war, die Black Eyed Peas waren auf Tour und Fergie hat gemeint, sie müsste sich jetzt eine Auszeit nehmen, um wieder mit dem Gewicht runterzukommen, weil sie die ganze Zeit mit den Jungs halt nach der Show abgehängt gehangen ist und genauso wie sie halt ein paar Bier gehoben hat und ein bisschen dazu geknabbert hat, etc. Und dann eben aus der Das Form braucht man ja auch gekommen. nach der Show. Elektrolyte und Salz und Fett, Voll, klar. ja. Und deswegen aus der Form gekommen ist und deswegen aber jetzt nicht mehr die Show weitermachen kann, ja, weil sie ja aus der Form gekommen ist, ne? Was Ja, das ihre ist ja gerade. männlichen Kollegen ja nicht interessiert hat, ne? Also wenn die ein bisschen pummeliger geworden sind, dann waren die ja ein bisschen pummeliger, ne? Dann hat eben der Kostümbildner die Kostüme ein bisschen weitergemacht. Warum wäre das bei ihr nicht auch gegangen? Wie hättest du reagiert? Gar nicht. Ich hätte mir ein weiteres Korsett besorgt oder den Schnüre aufgemacht halt. Aber also habe ich ja. Ich gehe ja immer mal aus der Form und bin es jetzt auch dieses Jahr definitiv. Aber aus der Form heißt bei mir, dass ich mich unbeweglicher fühle, dass ich mich nicht mehr so richtig wohlfühle und dass ich zu wenig Sport mache. Und weil, ich meine, so eine Show ist ja auch Sport. Ich hopse ja rum wie so ein Gummiball, selbst wenn ich Klavier spiele. Und das macht sich auch bei mir bemerkbar. Aber ich bin da wirklich uneitel in dem Sinne und deshalb eben auch nicht repräsentativ. Ich weiß das. Aber ja, ich denke schon, dass es da noch einen ganz großen Gap gibt zwischen Männern und Frauen. Und es kommen dann eben auch eben viel schneller bei Frauen solche Kommentare wie so, das kannst du jetzt aber nicht mehr anziehen in dem Alter. Ne? Ich erinnere mich jetzt gerade, ich hatte vorhin Madonna erwähnt, die hatte bei ihrer letzten LP-Release hatte sie eben als Madame X hat sie sich dann, glaube ich, neu erfunden und hatte Pressefotos, wo sie Spitzenhandschuhe trägt. Es ist ja nun alt bekannt, dass man alles liften kann, außer Hals und Händen. Deshalb trug sie eben hochgeschlossenes und eben diese Spitzenhandschuhe. Und man nicht sieht, dass sie eben doch schon eine ältere Dame ist. Was ja nun nicht schlimm ist. Ich meine, sie hat sogar das Album so benannt. Und ich meine, sie ist mega fit. Und macht ein Pensum, da wird manchem 20-Jährigen schlecht. Also, aber tatsächlich gab es irrsinnig viele Leute, die sich über diese Handschuhe aufgeregt haben. Und genau eben mit dem Gedanken, ah, du willst verstecken, wie alt du bist. Man weiß, wie alt Madonna ist. Ihre Biografie ist kein Geheimnis. Und man weiß auch, dass sie wie viel 30 Alben in ihrem Leben rausgebracht hat. Mein Gott. Also, ja, sie ist alt und sie ist immer noch da. Und sie ist, naja, noch lange nicht alt. Sie ist nur älter als vorher, logisch, weil Zeit verläuft nun mal linear und für uns Menschen in einer Richtung. Wir können ja nicht so hin und her springen, wie wir es gern möchten, nur mit dem Kopf, immerhin. Aber dass sich da wirklich Leute drüber aufgeregt haben, es war ja nicht so, dass sie ihre Hände eingewickelt hätte in irgendwelche Bandagen oder in einen mysteriösen weißen Handschuh, wie das Michael Jackson gemacht hat. Nein, sie hat verdammte Spitzenhandschuhe, fingerlose Spitzenhandschuhe angezogen auf einem Foto, das eh schon leicht Richtung Steampunk gestylt war und mit diesem Madame X-Thema total kohärent war. Und sie mag nun mal ihre Hände nicht, verdammt nochmal, warum soll sie sie dann milliardenfach in die Presse halten? Also, das ist her body, her choice. Aber irgendjemand muss sich immer drüber aufregen. Und ich glaube, das wäre bei einem Mann nicht passiert. Na, vielleicht doch, wenn der nämlich dann Frauenkleidung getragen hätte. Aber da sind wir dann wieder bei einem ganz anderen Thema.
Aber wie du vorhin gemeint hast, eigentlich sollte es doch repräsentativ sein. Eigentlich sollten ja Künstlerinnen wie du repräsentativ sein, ja? Weil das nun Ja. mal die Wahrheit ist, oder? Das die Realität ist. Ja? Und man kann Das es in heißt der... aber nicht, dass wir nicht Teile von uns verstecken dürfen, die wir selber nicht mögen. Natürlich Wir nicht, sind natürlich immer, wir nicht. gehen damit an die Öffentlichkeit. Das ist jedem Menschen seine oder ihre eigene Wahl. Genau, keine Frage. Aber kann es für eine Gesellschaft auf Dauer gesund sein, so dermaßen dieses Versteckspiel zu praktizieren, dieses künstliche Aufrechtserhalten, wie du gemeint hast, hattest du den Eindruck, dass in die Zeit, in die wir Steampunker eigentlich zurückgehen, in unseren Hobbys, dass es da anders war, dass wir da ehrlicher waren, offener gezeigt haben, wie Körper aussehen, wie Menschen wirklich sind? Ich lese gerade noch den Kommentar von Mike Jock, die Rolling Stones, ja, wie ihr Bandname beschreibt. Solche Kraft gehört einfach nur bewundert, definitiv, ja. Vielleicht habt ihr mal dieses Video gesehen von kurz vor der Pandemie, wo Mick Jagger sich für eine Choreografie, für eine Bühnenshow fit gemacht hat. Wie alt ist er jetzt? Mitte 70 oder was? Unglaublich. Also ich hätte diese Choreo nicht durchgehalten. Ja, egal. Jedenfalls, wie du schon andeutest mit deiner Frage, ich glaube, das ist ganz gefährlich. Also. Und Kunst und künstlich ist für mich auch immer noch ein Unterschied. Das habe ich ja vorhin schon versucht, immer wieder auseinander zu dividieren, weil es mir eben auch wichtig ist, dass sowas nicht in Grund und Boden zu verdammen, weil alles kann Kunst sein. Ob man sich selber in etwas anderes verwandelt, ob das eine Drag Queen ist oder einfach nur ein wirklich toll aussehender Teenager, wenn man im echten Leben vielleicht nur zu 70% ist. Aber sobald diese Kunst vorgibt, Realität zu sein, da ist es dann eben künstlich. Und genau da würde ich die Trennlinie ziehen. Da fängt es an, ungesund zu werden. Und vor allem, was ich in letzter Zeit immer wieder merke, es zieht auch die Kunst dann mit in den Schlund hinab, weil irgendwie polarisiert sich unsere Gesellschaft ja zurzeit immer mehr. Vielleicht auch durch die Social Media, weil es so eine unmittelbare Reaktion gibt. Nicht erst wochenlang darauf warten, ob der Leserbrief abgedruckt wird, sondern sofort einen Kommentar und sofort eine Antwort drauf kriegen. Und diese Polarisierung geht ja auch bis dahin, dass man etwas nur mögen oder nur lieben oder hassen darf. Und das irgendwie gerät da alles, was Menschen sich draufdrücken. Manchmal in jahrelangen Ausbildungen, manchmal in tagelanger Feinarbeit im stillen Kämmerlein. Das, was eigentlich Kunst ist, was Handwerk, was Können ist, dass das gleich mitverdammt wird, weil man will ja nur vortäuschen, dass man was ist, was man nicht ist. Und so diese Mischung aus aufgezwungenem Imposter-Syndrom, so du blöffst ja sowieso nur, du bist ja in Wirklichkeit gar kein Künstler. Auch wenn jemand in stundenlanger Feinarbeit ein wunderhübsches Bild gemalt hat, das aber eben jetzt noch nicht im Museum of Modern Art hängt. Natürlich ist das Kunst. Aber wenn jemand in stundenlanger Feinarbeit sein Gesicht in etwas verwandelt, das es nicht ist, ist es auch Kunst. Aber ja, ich weiß nicht, ich komme gerade irgendwie nicht auf den Punkt, weil ich das Thema so wahnsinnig kompliziert finde. Aber ja, der Punkt ist immer, für mich gibt es eine ganz klare Unterscheidung zwischen Kunst und Vortäuschen. Und das, ja, das gilt eigentlich für alle Kunstzweige. Ich habe früher immer schon ein Problem mit naturalistischer Kunst gehabt. Ob das Performance war, also Schauspiel, so ein pseudo-naturalistisches Spiel, wie es die Amis ja in ihren Filmen und Fernsehserien bevorzugen, was ja auch sehr stark zu uns rübergeschwappt ist. Oder ob das eine möglichst naturalistische Darstellung auf einem Bild ist. Ich fand das immer schon ziemlich langweilig. Leute, die umgekehrt dann abstrakte Kunst, egal in welchem Genre, in Grund und Boden verdammt haben, weil man weiß ja gar nicht, was es sein soll. Ja, was soll es sein? Es soll vielleicht einfach nur das sein, was es ist. Wenn Yves Klein eine riesengroße Leinwand mit dem Blau bemalt, das er einfach wunderschön findet, das soll nicht irgendwas sein. Das ist einfach nur Blau. Kann man sich an diesem Blau nicht einfach freuen? Ja, ich habe mich wieder total verzettelt, aber ja, manchmal kann man einfach nur das Können von einem Menschen bewundern, wie man einen Artisten im Zirkus bewundert, was auch
ganz große Kunst ist. Nicht nur, weil es lebensgefährlich ist, sondern einfach, weil es Können ist, weil es schön ist, genauso schön ist, einen Artisten auf dem Hochseil zu beobachten wie einen Balletttänzer auf der Bühne. Aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich sagen wollte. Aber das finde ich Ich jetzt nehme einen ganz Schluck interessant. Kaffee. Das finde ich ganz interessant, weil du jetzt gerade diesen Zirkusaspekt hier mit reingebracht hast. Ich habe einen Song darüber geschrieben und spiele mit dem Gedanken, sogar noch einen zweiten zum Thema zu schreiben, weil es mich sehr beschäftigt, dieses Thema. Und weil ich selber sehr damit hadere. Denn ich persönlich habe immer mal wieder das Gefühl, wenn ich etwas interpretiere, wenn ich was darstelle, wenn ich Musik mache, etc., das fühle ich mich immer manchmal so ein bisschen wie so ein Tanzäffchen. Ja? Dass für so ein Zuckerstück, für ein paar Münzen jetzt zu der Orgelmusik tanzt. Auf Twitch kann dieses Gefühl sehr schnell mal aufkommen, weil Twitch diese Mechanismen sogar noch bedient. Ne? Mit diesen Kanalpunkten und mit den Challenges und diesen ganzen Sachen. Ich meine, das ist Twitch ja nicht allein, das machen ja alle sozialen Netzwerke, dass man hier ein bisschen zum Tanzäpfchen gemacht wird. Ne? Und Da merkt man bei Twitch vielleicht auch, woher es kommt, also vom Spielen, ne? ja, Mit genau. Punktesystem und so weiter. Und das ist ja durchaus was. Spielen ist doch was Feines. Hast du ein Problem damit? Weil ich persönlich hader manchmal damit ein bisschen, ja, hier das Tanzäpfchen zu sein, mache mich dann oft auch offen darüber lustig. Was ist dein Zugang dazu? Ja, du hast doch am Anfang mal gefragt, ob man von Kunst leben kann. Ne? Genau. Dazu gehört eben auch immer mal das Tanzäffchen zu spielen. Dazu gehört auf einer Hochzeit zu singen. Dazu gehört in einem Stück zu spielen, wo man vielleicht nur die dritte von links ist, aber man kriegt dafür regelmäßig Geld auf sein Konto. Dazu gehört auch ja, das Tanzäffchen zu sein. Dazu gehört für manch viele Bands zum Beispiel sind, um davon leben zu können, neben ihren eigenen Projekten Coverbands und spielen dann Requests. Manche sind DJs und dasselbe. Du hast einerseits den Auftritt in dem total angesagten Geheimclub und machst ein unglaublich geiles, innovatives Set, aber da Geld verdienst du da nicht. Geld verdienst du auf der Hochzeit, wenn die sagen, jetzt spiel doch mal das und das. Also das Tanzäffchen sein, das gehört immer schon dazu, zum Künstler sein. Und ich meine, Kunst ist abhängig. Es ist immer gewesen. Entweder du warst ein Gaukler auf dem Jahrmarkt, der davon lebte, dass die Leute was in den Hut schmissen, oder du warst bei einem Fürstenhof angestellt und musstest das machen, was der Fürst wollte. Und wenn du Glück hattest, mochte der Fürst wirklich, was du wolltest, und hat dir den nächsten Auftrag gegeben. Und ich meine, Mozart hat eine Oper geschrieben, nach einem Thema, das er furchtbar fand, Clemenza di Tito. Bach hat die Goldberg-Variante geschrieben, damit sein Lehnsherr einschlafen konnte. Das ist auch Tanzäffchen. Es sind aber trotzdem wundervolle Werke dabei rausgekommen. Also das Tanzäffchen sein, ich meine, das Äffchen kriegt sein Essen, das Äffchen tanzt, das Äffchen hat vielleicht auch ein bisschen Spaß beim Tanzen. Ich habe da kein Problem mit, tatsächlich überhaupt nicht. Liegt aber vielleicht auch wieder daran, dass ich das eben von klein auf schon kenne. Das Tanzäffchen sein ist Bestandteil. Und du musst bis zu einem gewissen Grade das machen. Also, weil irgendjemand subventioniert dich immer. Ob es ein Staat ist, ob es ein Mäzen ist, ob es Fans sind, die das kaufen, was ihnen gefällt, aber nicht das, was ihnen nicht gefällt. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wir sind jetzt ganz global gesprochen ja auch Dienstleister. Also unsere Branche ist eine Dienstleistungsbranche. Und zum Dienstleisten gehört dafür, dass wir einen Dienst leisten, dem Kunden, demjenigen, der das hören will. Vielleicht will derjenige auch beschimpft werden. Das ist ja auch eine Leistung, ne? Also die Publikumsbeschimpfung. Vielleicht will derjenige etwas hören oder sehen oder erleben, was hässlich ist. Oder er will vielleicht hören oder sehen, dass wir versagen in etwas. Auch in Ordnung. Wie das läuft, diese Beziehung, das gestalten wir. Wir züchten uns dann ja auch unser Publikum. Wer das Tanzäffchen nicht mag, der geht sich ein anderes Tanzäffchen suchen. Insofern, nö, ich finde das gar nicht schlimm. Ich krieg gern Punkte. Was dürfen wir denn auf deinem Twitch-Kanal erwarten?
Hast du denn schon eine Idee, was daraus werden soll? Meine erste Idee war tatsächlich, daneben natürlich, dass ich hier und da immer mal live performen werde, dass ich unsere Videos, die wir gemacht haben über die Jahre und wo ganz viel Backlog-Material noch existiert, dass ich die mal zeige und kommentiere, was ist, wie es eigentlich dazu gekommen ist, weil die meisten Videos sind nicht so gekommen wie geplant. Und wie gesagt, es gibt ganz viel Backstage-Material dazu. Was während des Drehs alles so passiert ist. Ich glaube, das sind teilweise ziemlich haarsträubende Geschichten. Ansonsten, was das Spielen betrifft, bin ich ja so ein Mega-Noob. Ich schaffe es tatsächlich, in jedem Spiel komplett zu versagen. Entweder ich gerate total in Panik, weil es mir irgendwelche Zeitauflagen abverlangt und dann suche ich hektisch nach irgendwelchen Knöpfen und bums, habe ich verloren und bin tot. Also, ich bin leider im Spielen furchtbar langsam. Im Leben bin ich, sagt man mir nach, sehr, sehr schnell und manchmal sehr zu schnell für viele. Aber beim Spielen bin ich entsetzlich lahmarschig. Da spiele ich meistens Point-and-Click-Adventures, die warten normalerweise auf mich. Oh ja, die Ich liebe hasse ich. das, wenn dann so ein Minispiel aufpoppt und dann muss ich schnell in irgendeiner bestimmten Zeit irgendwas lösen. Dann bin ich meistens beleidigt und Ja, wechsle das Spiel. Fate of Atlantis. Ja, was ist denn da eingefallen, ne? Gerade noch entspannt Rätsel gelöst und plötzlich musst du den Typen irgendwo in seinem blöden Minispiel über den Markt jagen. What the fuck? Was sollte das? Ja. Unfair. Sowas habe ich nicht Ekelhaft. gekauft. Nein, ich bin auch ein Riesenfreund von Point-and-Click-Adventure. Machen auch sehr, sehr viel Spaß. Hast du die Ponia gespielt? Ja, natürlich, alle Teile. Ach, großartig. Einfach so gut. Ja, Herrlich. vielleicht mache ich das mal, weil da habe ich auch tatsächlich den Kommentar lieben gelernt. Und bei Edna und HW habe ich mir auch den Kommentar reingezogen. Das war göttlich. Da dachte ich dann auch, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, sowas auch mal selber zu machen, einen Point-and-Click durchzuspielen und mit blöden Kommentaren zu versehen. Weil tatsächlich, irgendwann hat mich Chris auch mal von hinten gefilmt, wie ich in meinem Zimmer saß und irgendwas spielte und mitsprach. Und es scheint tatsächlich irgendwie lustig gewesen zu sein. Also vielleicht mache ich dann auch demnächst mal den ein oder anderen Spielstream, wenn ich mich traue. Aber in erster Linie wird da viel Versagen zu erwarten sein. Und viel vor dem Bildschirm sitzen und Haare raufen. Und wieso macht sie das denn jetzt nicht? Aber dürft mir dann im Chat gerne Hinweise geben. Ich hätte so gern mal mein eigenes Point-and-Click-Adventure gemacht. Ich habe so oft schon Mach doch. angefangen und bin dann aber leider immer wieder gescheitert, dass ich halt ein Oh, schade. One-Man-Entwicklungsteam bin. Ja, Das lässt sich ja vielleicht kollektivistisch lösen, ne? also es sind einige Sachen in letzter Zeit immer wieder aufgeploppt, wo ich mir dachte, hey geil, das wollte ich immer mal machen. Schön, dass ihr das jetzt macht, dann kann ich mitmachen und muss es nicht alleine machen. Das ist auf jeden Fall cool. Ja. Aber so Voice-Acting und solche Sachen haben ja schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und wollen, glaube ich, Kann mir viele das super Leute machen. vorstellen. Das wollen viele Leute machen und viele kriegen halt nie die Chance dazu, Klar. weil man hat halt man hatte dieses Portfolio an Stimmen, die man hier zum Beispiel in Österreich gibt es eine gewisse Skala an Stimmen und Oh. wenn du dann Fernseher oder Radio einschaltest, dann hörst du diese Stimmen halt, es sind immer dieselben, ja. Ja, in Deutschland, es gibt drei Synchronstudios und man hört sie immer wieder und es sind immer dieselben Leute. Ich habe mal kurz einen Fuß drin gehabt, weil ich relativ viele Sprachen sprechen und auch imitieren kann, aber bin dann auch ganz schnell wieder draußen gewesen. Es sind ja wirklich immer dieselben Stimmen. Und Es ist. ein sehr verschrobener Verein. Deswegen, das Einzige, was man hier machen könnte, wäre wirklich seine eigenen Projekte machen, ne? Eben, und bei Computerspielen finde ich es ja sehr erfrischend, dass da eben auch mal andere Stimmen am Start sind, noch mal andere Arten von Stimmen. Gerade bei den Daedalic-Spielen, ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oh, lass uns ein Steampunk-Kollektivspiel machen. Ja, Ja. das wär auf jeden Fall lustig. Ja? Vielleicht Ja, hätten ja, wir ja. genug Ressourcen, um das mal umzusetzen. Und dann könnte jeder sein Ding so einbringen. Also ein Point-and-Click-Adventure in einer Steampunk-Welt, allein das wäre ja schon mal Ja. sehr, sehr spielenswert. Ja? Gibt es viel zu wenig, wenn du mich fragst. Eine Fanin hat mir genau gesagt, ihre Mutter hat mal gesagt, unser Studio sieht aus wie ein Wimmelbildspiel. Das wäre so, der Teil wäre also als Minispiel relativ leicht umzusetzen mit Alles schon Nintendo da. Studios. Man Ja, muss eigentlich nur genau. verwerten, was schon da ist. Ja, es Ja, aber gibt. gut, ich hab eine Opernensemble da drin verstaut in meinem Probenraum. Hat mich dann den Theaterraum in einen Club umgewandelt und das Theaterlager in eine Bar umgewandelt hatte, musste das Zeug ja irgendwo hin. Ich kann sowas Großartig. nicht wegschmeißen. Alleine, ich habe es ja geliebt, alleine, was da mit deinem Know-how auch möglich wäre.
Ich weiß nicht, ob du gespielt hast. Ich glaube, es war Discworld 2, wo einer von den Monty Python-Leuten einen Anfangssong gesungen hat. Da siehst du ein Skelett und es fängt an, diese Varieté-Nummer zu sagen: Dad's deaf, say hello to all your guests. Also total lustige Varieté-Nummer am Anfang des Spiels. Ich habe das so geliebt. Ja? Ich schaue mir diese Sequenz manchmal gerne auf YouTube an. Ich muss zugeben, ich habe mich an die Discworld-Spiele nicht rangetraut, weil mich die BBC-Verfilmungen von der Discworld so furchtbar abgeschreckt haben, dass ich mich, ich mag, ich lese lieber alle nochmal von vorne, habe ich mehr Spaß. Aber das klingt gut. Nein, das war in der Tat, das ist eine richtig gute Sequenz. Schau dir zumindest die Sequenz an. Das werde ich machen. Der Song ist auch richtig gut. Ja, also gefällt. Die haben es ja, also was das angeht, fand ich die immer schon großartig. Ja. Auch große Vorbilder, obwohl sie mittlerweile ja auch leider auch schon dem Cancel Culture zum Opfer fallen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen oder verfolgt hast. Das ist ja mittlerweile sehr beliebt, wenn etwas vor 10 Jahren witzig war, aber heute einfach nicht mehr geht, dass wir das nicht im Programm lassen und besprechen, sondern wir löschen es. Na, also es ist dann einfach im Katalog von Amazon, im Online-Katalog von ORF, was weiß ich, ARD, nicht mehr verfügbar, weil es halt nicht mehr geht. Otto der Film zum Beispiel, die berühmte Szene, wo er den Schwarzen an der Tür als Sklaven verkauft an die ältere Dame, ne? Ein absolutes No-Go heutzutage, ne? Würde man heutzutage einfach rausnehmen aus dem Film oder einfach den Film gar nicht mehr zeigen. Aber man würde es nicht drin lassen und dann besprechen, dass es damals durchaus ein Thema war, ne? Richtig. Und das ist natürlich ganz gefährlich, weil Menschen ohne Geschichte neigen dazu, dieselben Fehler zu wiederholen. Ja, das kennen wir. Ich finde dazu, ich weiß nicht, ob du Trekkie bist oder nicht, ich finde von Deep Space Nine Bin ich. diese eine Episode, wo sie in diese Welt von Vicky Fontaine eintauchen, diesem Holodeck-Programm, und sich der Captain weigert, weil er eben meint, das geht auf keine Kuhhaut, dass dieses Programm so tut, als wäre damals alles locker flockig für die Ja, schwarze genau. Bevölkerung gewesen, was es nicht war. Ja. Ja. Dass die in diesem Holodeck eben Berufe ausführen, die für Schwarze damals nicht möglich waren, auszuführen. Ne? Genau. Und sich in Das Kreisen fand ich persönlich bewegen. sehr mutig, diese Folge. Also diese Aussage auch. Ja, Und großartig sehr nämlich. wichtig vor allem, ja. Und das schon vor so vielen Jahrzehnten eigentlich, dieses Statement gesetzt, was ich finde, was heute extrem wichtig ist. Ja? Aufhören, die Dinge zu löschen, sondern sie zu besprechen. Ja? Und zu sagen, hey, warum war das damals lustig und warum geht das heute nicht mehr? Richtig, genau. Ich meine, natürlich darf man es nicht ohne Kontext, also da, insofern finde ich das richtig, dass diese Sachen nicht unkommentiert einfach überall erhältlich sind. Wenn man das einem Kind vorsetzt, lernt es das. Und nimmt das in seinen Kanon mit auf. Das haben wir in unserer Generation alle noch drin. Weil natürlich kann man versuchen, das nicht als selbstverständlich, als normal Kindern mitzugeben. Aber deshalb darf man es nicht leugnen. Und tatsächlich habe ich mich sehr gefreut zu hören, dass Disney, die ja erst komplett den Weg der Cancel Culture gegangen sind und auch Szenen aus klassischen Filmen gelöscht haben, nicht nur aus dem Grund, dass es irgendwie nicht mehr geht, sondern tatsächlich war ich zum Beispiel total geschockt, als ich gesehen habe, dass sie die Traumszene in Dumbo gekürzt haben. Das eine Ding, was an dem Film wirklich großartig ist, weil das kleine Kinder offensichtlich zu sehr erschreckte. Dann erstmal eine alte DVD auf eBay besorgt. Moment, die Szene mit den rosa Elefanten, das geht nicht. Ja, doch, Na, das geht ja. nicht. Das ist meine Lieblingsszene, die kann ich Ja, wir, auswendig. jedes Menschen Lieblingsszene und auch jedes Kindes, egal ob es davon erstmal ein paar Wochen Albträume gekriegt hat oder nicht, aber die Szene muss sein, ne? Jedenfalls, Natürlich. ja, Na, aber ohne das brauchst du den Film doch gar nicht die sind da drin. ansehen. Eben, genau, finde ich auch. Aber Na, ernsthaft? jedenfalls, Das wusste ich gar nicht. und Winnie Pooh haben sie das kohlschwarze Wölkchen in was anderes umgesetzt, hab's vergessen. Tiefdunkles Wölkchen, auch nicht viel besser. Ich weiß es nicht mehr, was draus geworden ist, aber auf jeden Fall Furchtbar. durfte es nicht mehr kohlschwarz sein. Und wieso? Kohle ist schwarz. Es ist doch nie nirgendwo, es heißt doch nicht ein moorschwarzes Wölklein oder so, was dann vielleicht zweifelhaft gewesen ist. Aber was ist an der Farbe schwarz bitte jetzt wieder falsch? Und daran, dass Wölkchen
schwarz sind. Das Wölkchen ist ja auch nicht besetzt. Das ist, er verkleidet sich einfach nur als Wölkchen, um in den Honig ranzukommen. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie das böse Wölkchen wäre oder so. Dann würde ich ja noch, könnte ich es ja noch nachvollziehen. Aber das war wirklich völlig unverständlich. Das war so echt typisch amerikanische Hysterie. Aber inzwischen ist Disney ja wohl so weit, dass sie kommentierte Versionen von solchen Szenen wieder zulassen, auch auf ihren eigenen Kanälen. Das finde ich dann natürlich dann schon wieder ein super Schritt Oh, in die richtige Richtung. ist dann eigentlich auch wieder Onkel Remus Wunderland wieder verfügbar, weil das ist Ich ja, habe keine Ahnung. das ist weg. Ja, das war einfach, das war verschwunden. Das war weg. Ich habe Leuten dann erzählt, ja, gab vor Roger Rabbit schon einmal einen Film, wo Disney gezeigt hat, dass man Animation mit mit realen Filmen verbinden kann. Und das war eben Onkel Remus Wunderland. Und wenn du es Ja. herzeigen wolltest, war es dann einfach verschwunden, weil eben Disney die Situation auf dieser Plantage hat völlig falsch und völlig dreamy dargestellt hat. Das mag Ja. schon sein, aber wie gesagt, auch wieder so eine Sache. Das war ein Stück Filmgeschichte, wo zum ersten Mal diese Komponenten so in einem abendfüllenden Spielfilm verbunden worden sind, ja, Ja. das sollte man nicht ganz kommentarlos einfach löschen. Ja. Also da hat Cisco dann natürlich schon recht gehabt. Ja, finde ich auch. Also da kann man noch viel aus Star Trek lernen, ne? Ach, Also sowieso kann man aus Star Trek kann man immer was lernen. Das ist eins meiner Lebensmottos. vielleicht bräuchte es ein Steampunk-Raumschiff, auf dem wir Ich wüsste da eins. auf dem man die Abenteuer erleben kann. Ja, da hätten wir doch schon dann die Idee für unser Spiel, ne? Ja, unbedingt. Nein, von einem Steampunk-Raumschiff-Han-Story muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich einschlafen möchte, dann fange ich an, mir selbst Geschichten zu erzählen. Ja? Und ich arbeite dann an diesen Geschichten weiter und sie entwickeln sich einfach weiter, etc. Und ich habe mir schon ein komplettes Steampunk-Universum zusammengeträumt, bin nur einfach zu faul, es niederzuschreiben. Wow. Und da geht es eben auch ganz explizit darum, eine realistische Umsetzung eines solchen Raumschiffes und warum es überhaupt gebaut worden ist und alles Mögliche. Ja. Das Aber ich klingt, als denke, solltest du es definitiv mal niederschreiben, ja. Aber ich ja. gebe zu, schreiben ist harte Arbeit. Oh ja, und vor allem, ich bin Legastheniker, das, was ich dann nachher geschrieben habe, wird vermutlich vor der Lektorenarbeit niemand lesen können. Mach ja sein, aber dann nimm doch Diktiergerät. Also mittlerweile ist die Spracherkennung ja so gut geworden, du kannst es einfach reinsprechen. Ich habe mir auch schon überlegt, einfach die ganzen Sachen, die ich schon geschrieben habe, einfach gar nicht mehr in schriftlicher Form niederzulegen, sondern einfach direkt als Hörspiel rauszuhauen. Genau, mach das doch. Wäre Ich auch finde eine das Möglichkeit, toll. ne? Ich habe Einfach zwar die über. Neigung, bei Podcasts einzuschlafen, deshalb, wenn mir jemand was erzählt und ich sehe nichts dazu, dann penne ich weg. Ich kann es nicht verhindern, egal wie spannend es ist. Deshalb bin ich immer ganz, Das ganz, kann. ganz, ganz Ich verzweifelt, wenn mir jemand sagt, dieser Podcast ist toll, den musst du unbedingt hören. glaube dir das unbesehen. Ich glaube, das wäre auch das Problem, wenn ich jetzt hier allein sitzen würde und die Leute nur die ganze Zeit diese Stimme von mir hören würden. Ich glaube, da würden auch die meisten wegmützen. Also, Ja ich habe gut, auch das schon beruhigt ge mich. Man hat mir auch schon rückgemeldet, dass das sehr einlullend sein kann. Aber wie gesagt, wie du richtig sagst, Ach so. wenn es das braucht, dann ist es Dann muss halt ich mal das, ne? brüllen. Soll ich mal brüllen, damit alle wieder aufwachen? Ja, genau. Wer denn hier mal munter? So? Ja. Werde immer munter. Alle wach? Gut. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe jetzt Hunger. Ich glaube, ich werde jetzt was essen. Oh, okay, Und cool. Das kam plötzlich. ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft auch noch mehr von dir sehen auf deinem Kanal, auf deinem Ich gebe mein Twitch-Kanal, den du neu Bestes. eröffnet hast. Habt ihr, ihr habt auch, ihr seid ja auch im Internet gut zu finden. YouTube Ja. habt ihr einige Videos am Start. Und Leider auf YouTube haben wir zwar ganz viele Leute, die uns gucken, aber ganz wenig Leute, die uns abonnieren. Deshalb verdienen wir dort kein Geld. Das ist ganz traurig. Ihr dürft uns gerne ja. abonnieren. Aber überall, wo Feline Lang oder Feline and Strange steht, da sind wir drin und freuen uns, euch dort zu treffen. Großartig. Und wir sind sehr gespannt, was in Zukunft beim Steampunk Kollektivkanal und auf deinem Kanal alles kommen wird. Und morgen, hast du gesagt, ist Premiere deines neuen Songs. Nur mal jetzt für die Patrons, ne? Erstmal nur für Patreon. Das dauert dann einen Monat, bis der auf Bandcamp kommt und dann irgendwann wahrscheinlich auch auf Spotify. Tatsächlich habe ich aber nächsten Freitag auch eine Spotify-Premiere und zwar Kunst fordert Opfer. Das war der erste Song, den ich geschrieben habe im Aha. Lockdown. Unschwer zu erraten. Es geht um die durchaus merkwürdige Behandlung, die der deutsche Staat schon und auch die deutsche Gesellschaft schon lange
selbstständigen Künstlern angedeihen lässt. Aber das war jetzt natürlich auch mal dieses Corona-Brennglas, was das wieder so richtig schön nach oben gespült hat. Das war für mich der Anlass, doch mal einen wütenden Song auf Deutsch zu verfassen. Und der ist ab Freitag auf Spotify und Co. erhältlich, aber jetzt schon auf Bandcamp und ein YouTube-Video gibt es auch. Kunst Sehr fordert cool. Opfer. Also, da kommt richtig, richtig viel in nächster Zeit, ne? Und es gibt nach wie Ja, vor ich höre ja das. nicht auf. Und es gibt nach wie vor ja vom Musikkollektiv ja Ja. das Nachspiel, ne? Genau. Ihr habt welche Band gecovert? Jesses, unsere wunderbaren Freunde aus dem Osten Deutschlands. Und ihr Ich glaube, wurdet der gecovert Mick Jock, von? der Rhythm Doc, ist auch hier ganz Ja, eifrig immer siehe. dabei. Und ihr wurdet Und wir gecovert wurden von? gecovert von Tales of Nebelheim. Da ist eine ganz wundervoll abstruse Version von Inappropriate rausgekommen. Und die ist auch dafür verantwortlich, dass das Album auf Amazon nur unter Explicit zu finden ist, beziehungsweise gar nicht. Aber mit etwas Mühe findet man es dann schon, spätestens über die Seiten des Steampunk-Musikkollektivs. Wirklich ist das so schwer zu finden? Ich habe nämlich Ja, auch. man kann es auf Amazon nicht googeln, habe ich. Also man kann es auf Amazon nicht finden, wenn man Nachspiel eingibt, dann kommt es nicht, weil es Nachspiel explizit heißt, oder explicit als Amazon-Link. Und da muss man dann schon im Original-Link folgen, weil explicit, Sachen mit explicit im Titel kann man in der Amazon-Suchmaschine nicht finden. Oh, okay, interessant. Und das nur, weil Teddy so wunderschön mich ins Mikro covert. I give a fuck. Okay, also das überrascht mich jetzt sehr, weil ich habe auch Titel, die damit gezeichnet wurden, ja. Aber und das ist bei mir auch völlig legitim, weil ja. Ja. Ja, ich meine, mein erster Explicit-Titel war Big Ass. Und im Big Ass geht es um Redefreiheit. Insofern ist es schon irgendwie Die Nippel der Musik. schön ironisch, dass der als explicit getaggt wurde wegen des Wortes Ass. Weil Ass könnte ja auch Esel heißen. Ich glaube nicht, dass sie sich den Song angehört haben. Ja, Naja. nein, sicherlich nicht. Ja, lustig. Es geht um Interessant. einen Arsch, klar, aber naja. Es geht um Redefreiheit. Geht es hauptsächlich um englische Titel? Weil im Deutschen dürften sie es nicht so gut, dürften sie es nicht so checken, ne? Ja, scheint so. Also im Deutschen interessiert es ja auch keinen. Ich meine, es sind ja die Amis, die das interessiert. Und die interessiert nun wieder nicht, was jemand auf Deutsch sagt. Wahrscheinlich, ja. Jedenfalls habe ich das noch nicht erlebt. Ich meine, in meinen deutschen Texten bin ich auch nicht nett, auch nicht braver als in den englischen. Aber ist ja nicht so, dass ich auf Teufel komm raus irgendwelche Schimpfwörter verwende. Nur dann, wenn ich eins brauche, dann sage ich es halt. Ja. Na, was muss, das muss. Da bin ich voll bei dir. So ist es. In dem Moment muss einfach, ja. Na, man Und setzt ich. es ja auch nicht, man setzt es ja gezielt ein, ne? Ja, Mit einer definitiv. Absicht, ne? Im Musikalischen. Auch wenn ich schon mal Lust hätte, einen Song zu schreiben, der nur aus Schimpfwörtern besteht und dann mal gucken, was passiert. Wenn man es schön kreativ macht, warum nicht? Ja. Kann was ganz Nettes bei rauskommen. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr viel heute über dich und über die Band gelernt. Und das war ja auch der Gedanke oder ist der Gedanke hinter diesem Format, einfach Leute besser kennenlernen und ein bisschen über das normale Interview-Setting hinaus kennenlernen. Und ich hoffe, das hat meinen Zusehern genauso viel Spaß gemacht und den Zuhörern auf YouTube genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Und Das freut mich sehr, das hoffe ich auch. Und ich danke auch dir ganz, ganz herzlich. Es war ein großes Volksfest für mich. ich schaue voraus, dass wir hoffentlich bald wieder was gemeinsam machen. Vielleicht treffen wir uns auch mal für ein Ja. anderes Thema wieder hier. Ja, oder wir machen einen Kollektivklamauk zusammen. Wäre auch lustig, ja. Oder vielleicht auch mal auf deinem Kanal oder auf dem Ja, sehr Kanal vom gerne, Kollektiv, natürlich. ne? Können wir Genau. sicherlich was Interessantes daraus machen. Gut, ich verabschiede mich mal von Ja. den Leuten von YouTube. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und für alle, die auf Wiedersehen. Twitch zusehen nach einer angemessenen Pause, vielleicht mache ich ein kleines Mittagsschläfchen. ich mag meine Mittagsschläfchen nämlich. Aber auf jeden Eine sehr Fall. gesunde Angewohnheit. Aber ja, ich mag meinen Schlaf. Na, das habe ich auch letztens darauf hingewiesen. Also Backstage immer mal wieder, hey, willst du mein Geheimnis da wissen, wie du die Nächte durchmachst? Nö, nö, danke, ich schlafe ganz gern.